Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Wir fahren jetzt die letzte Drift-Serie. Dafür muss ich den Wagen nochmal tauschen, auch den schönen E36. Und dann gucken wir mit dem Ding hier nochmal richtig über die Strecke. Hoffe ich. Ich hoffe, es klappt. Ich bin schon wieder ein bisschen im Stress. Wir haben Samstag, den 20.06. um circa halb zehn. Um circa halb neun. Ich muss um 10 weg sein. Also, ich muss um 10 woanders sein. Denn wir müssen das Geburtstagsgeschenk für meine Mutter noch vorbereiten. Ich spoilere jetzt mal noch nicht. Aber das ist schon ganz nett geworden, muss ich sagen. Ne? Das ist schon. Ja, das kann man so machen. Okay, also wir werden heute eine Menge von der Strecke sehen. Viele Events stehen auf dem Plan. Viel Spaß da draußen und sei vorsichtig. Noch ein paar Sekunden bis zum Start. Achte aufs grüne Licht. Junge, noch ein paar Sekunden, das ist schon gestartet. Ah, oh, okay, dritter ist zu viel. Also vielleicht kann ich bitte auch wieder gerade fahren. Also zweiter scheint besser zu sein. Gut. Aber scheint eine lange Strecke zu sein. Alter, hier kann ich echt nicht so gut durchdriften, ne? Bin ja noch gerade, ja, danke. Oh, Junge. Oh nee, hier geht's gar nicht. Holy shit. Ich habe übrigens keine Mucke angemacht. Hupsi. Moment, so. Darf ich bitte wieder auf die Gerade kommen? Nein, okay. Aber da ist auch schon Ziel. Okay, also dafür, dass ich das richtig verkackt habe, haben wir richtig viele Punkte gemacht. Das ist schon ganz gut. Ich muss sagen, ich finde das Gelb von deinem Wagen echt nicht gut. Also ich finde das Gelb echt gut, aber ich finde es auf dem Wagen echt nicht gut. So, schauen wir mal, ob wir hier mit dem dritten durch können, wenn wir hier von Anfang an den dritten fahren. Ja, dann geht das, aber nicht schön. So, und rum. Ah. Shit. Aber ich bin ein bisschen zu weit nach außen gekommen. Hallo, Auto, Auto, Auto. Alter, was ist denn hier los? Das hat aber erstmal besser geklappt. Vor allem, der beruhigt sich halt auch gar nicht, ey. Oh, Junge. Problem ist, sobald du hier ein bisschen mit dem Gas versuchst zu spielen, ist die Karre direkt aus, quasi. Also ich kann euch mal kurz ein Beispiel geben, was ein bisschen Gas ist, ne? Ne, also ich gebe schon Gas. So wird man normalerweise anfahren. Ah, das ist echt wenig Gaspedal weg. Es kommt erst viel nichts und dann kommt viel, viel. So, Runde 3. So, und dann schalte ich mir trotzdem einen runter und fahre mal hier quer. Na, viel besser wird das nicht. Oh, shit. Okay, das war schon mal ganz in Ordnung. Hier weiß ich nicht, wie ich durchfahren soll. So zum Beispiel, würde ich sagen, aber dann vielleicht nicht auf dem Dreck. Ist mir wieder zu eng hier hinten.
Ich hätte es gut gefunden, wenn einem das Spiel erst mit Driften auf einer geraden Fläche erklärt hätte. Also wenn man erst mit Driften gelernt hätte quasi. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man mit einer richtigen Gasdosierung hier irgendwas machen kann. Aber ich kann aus dem Gas gehen, wie ich will und dann wieder rein und so. Wenn er ausgebrochen ist, dann bricht er aus. Und BMW soll ja recht einfach zu driften sein. Aber wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung vom Driften, ne? Aber 1600 Punkte, so viel kann ich nicht falsch gemacht haben. Ich habe selbstverständlich sehr viel falsch gemacht. Das Spiel ist nur sehr einfach, was das angeht. Mei, gut Punkte geholt. Nächstes. Ich habe übrigens festgestellt, es laggt doch, auch wenn Freddy meint, es laggt nicht. Jetzt zum Beispiel der Ladebildschirm. Bei mir läuft diese Ladeschnecke unten flüssig. Und nicht so stockend. Ja? Es fällt nicht auf, weil es nur ein Ladebildschirm ist. Und ansonsten im Spiel laggt es wenig bis gar nicht. Aber ich krieg's auch nicht geändert. Es ist anders, wenn ich das Spiel im Administratorenmodus starte. Aber wenn ich das tue, kann ich OBS nicht mehr einfach im Nachhinein starten. Start mal direkt im dritten. Erstmal Strecke angucken. Hier geht's links rum. Ich wollte gerade sagen, das war ja wohl 4 Sekunden, oder? Oh Gott. Darf ich wieder gerade kommen? Ja. Okay, so ein bisschen vorsichtig an die Sache rangehen. Darf ich um die Ecke? Dann funktioniert das deutlich besser, muss ich sagen. Das ist eine schöne Strecke, um das zu lernen. War relativ groß und verzeiht relativ viel. Fährst nicht so schnell im Dreck. Das hat mir jetzt gut gefallen, zum Beispiel. Weiß nicht, ob zweite vielleicht sogar noch besser ist dafür. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, weil das hat sich schon ziemlich gut angefühlt im dritten alles. Ja, also im dritten Start ist jetzt nicht unbedingt so realistisch, ich weiß. Nee, kommen wir da gerade, danke. Man könnte es hier auf jeden Fall alles deutlich schneller fahren. Aber warum sollte man, wenn man erstmal so ein bisschen... sich das Ganze angucken will. Oh ne. Komm. Nice. Okay, also ich muss echt sagen, geile Strecke zum Driften. Macht Spaß. Endlich mal eine Strecke, wo das Spaß macht. Ich muss sagen, auf den meisten Strecken ist es echt nicht so geil. Ich versuche mal einen Gang höher sogar. Aber ich glaube, das wird nichts. Da habe ich deutlich zu schnell. Beziehungsweise deutlich zu langsam reagiert von mir. Ja, deutlich schwerer zu kontrollieren. Nee, dritter ist schon gut. Komme ich jetzt bitte erstmal gerade? Danke. Okay. Also das war kein guter Test. Nee. Darf ich bitte wieder? Nachdem ich angefangen habe, im vierten zu versuchen, habe ich es verkackt. Okay, aber die ersten zwei Runden waren echt schön. Die haben echt gut funktioniert. Oh Gott, ich hätte so Bock, driften zu lernen. Aber ich habe so keinen Bock darauf, die Reifen dafür zu bezahlen. Ich glaube, ich baue mir mal für meinen Kart so Drift... Wie heißen die Dinger denn? Drift Sleeves heißen die, glaube ich.
wo man so ein Plastikrohr nimmt und das einfach auf die Hinterreifen steckt, damit man wenig Grip hat. Gibt's für so Drift-Trikes, und da mein Kart ähnlich große Reifen hat, würde ich sagen, dürfte das funktionieren. Leider kein Differential, beziehungsweise leider keine Differentialsperre. Ein Differential hat er schon. Aber das könnte trotzdem ganz lustig werden, glaube ich. Noch eins? Okay, wir fahren mal wieder im dritten los. Dann muss ich wenigstens nicht schalten. Hallo, da wollte ich gerne eigentlich quer rum, aber naja. Mai, was soll's? Hallo. Fang dich bitte. Ich verstehe nicht ganz, was das mit dem Winkel sein soll, dass ich immer viel zu steil bin auf einmal, obwohl ich gar nicht so steil bin. Wie manchmal anders. Das war jetzt nicht so krass auf jeden Fall. Also es war gut, aber definitiv nicht so geil, wie ich es gerne gehabt hätte. So. Die Kurven hier sind hier nicht so schön zum Driften, die sind nicht so steil. Dadurch dann auch logischerweise nicht so viele Punkte. Darf ich wieder auf die Strecke? Danke. Eieieiei. Okay. Da muss ich irgendwie stärker vorher einlenken, aber wenn ich stärker vorher einlenke, dann verliere ich wieder stark die Kontrolle. Deshalb habe ich gerade die ganze Zeit so vorsichtig gelenkt. GT3 RS driften, Alter. Das ist aber auch dann Königsklasse, ne? Weil eigentlich soll man ja so fahren, dass man hier vorne nochmal so einlenkt und also quasi genau in eine andere Richtung von da, wo man hin will, ne? Also quasi so. Aber das klappt bei mir irgendwie gar nicht. Hallo. Oh, ich hasse es, an so Dingern. Ich will nicht den fucking Rückwärtsgang einlegen. Ja, dann muss ich kuppeln. Ich finde es auch gut, dass ich, wenn ich rückwärts fahren will, einen Rückwärtsgang kuppeln muss. Aber wenn ich im dritten Gang anfahren will, muss ich nicht kuppeln. Das geht so. Alter. Das muss ich nochmal neu starten. Das war ja gar nichts, gerade die Runde. Ach, Mann, ey. Das war ja gar nichts. Also normalerweise irgendwie so, dass man so quer reinkommt, aber das funktioniert hier im Spiel nicht. Warte mal. Ich würde euch jetzt einen Chart einblenden, wenn ich schneiden würde, aber ich schneide nicht. Wenn ihr mal nach Driften sucht, also Driften lernen, dann Google Bilder suche, dann werdet ihr so Charts finden, wo ihr vor der Kurve eingelenkt nach links seht. Also vor einer Rechtskurve lenkt man kurz nach links und dann volles mit nach rechts. Und dann wieder volles mit nach links. Im Endeffekt fährt man im Drift ja eine Rechtskurve im links lenkenden Winkel. Okay, ganz am Ende habe ich es verkackt, leider. Aber viele Punkte gemacht. Komme ich bitte von der Wand auch wieder weg? Danke. Nee. Da kommt er aber auch nicht quer genug mit dem Arsch. Weil da lasse ich schon das Lenkrad zurückfliegen, damit ich halt den Drift halten kann irgendwie. Und dann kam er aber noch nicht richtig. Das ist auch ein bisschen kacke. So, egal. Geschafft ist geschafft, ne? Geschafft ist geschafft. Und wir haben sogar, glaube ich, überall den 4-Sekunden-Drift gemacht. Was ich sonst nicht so häufig schaffe. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal Europa versus Japan abgeschlossen. Das ist sehr schön. Das heißt, beim nächsten Mal kommen die Ausdauersachen. Wo ich nicht weiß, ob es vorgefertigte Sachen sind. Nein?
Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Gut, das sehen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wir machen jetzt nochmal so ein Rennen hier, möchte ich behaupten. Also Runde auf Tokyo Club. Lotus leitet uns heute die Elise 1L. Nice. Schönes Auto. Alter Schwede. Ich kann, spoiler ich doch ein bisschen für das Geburtstagsgeschenk. Ich sag mal, es gibt ein neues Auto in der Familie. Und ich sag mal so viel. Es ist kein Fiat. Aber es ist schon ein Fiat. Damit könnte man schon was anfangen, was es ist, glaube ich. Ja, sollte man. Auf das blöde Gesicht von meiner Mutter freue ich mich sehr. Gott, erstmal wieder Handschalter fahren. Auto? Okay, du fährst nicht so gut wie die, wie das andere Ding, was es von Lotus gibt. Und ich kann auch so viel sagen zu dem Fahrzeug. Das ist zügig. Es hat 180 PS gechippt und ist echt flink. Dafür, dass es fucking 180 PS hat, ist es fucking schnell. Aber es wiegt ja doch nur 1,2 Tonnen. Ich glaube, man kann wissen, was ich meine. Gerade Freddy so mit der Begeisterung zu dem, was ich habe und auch sie. Ich kann für Freddy persönlich nochmal den Tipp geben. Sie hat noch einen zweiten, aber einen alten. Und das ist dann auch wirklich ein Fiat. Alter! Okay, das Auto gefällt mir gar nicht. Ich möchte mal kurz mit Schaltwippen fahren, ob das dann besser wird, aber... Also ich lenke deutlich mehr, als er hier am Lenkrad lenkt, möchte ich mal kurz behaupten. Und das Auto fährt auch echt nicht gut um Kurve. Also wenn man dazu... Junge, ich habe jetzt gerade übrigens 90 Grad Winkel. Das Auto fährt nicht gut. Das Auto fährt gar nicht gut. Also wirklich fährt mir überhaupt nicht. Das Ding geht halt überhaupt nicht um eine Kurve. Das ist übrigens voller Lenkanschlag bei mir. Oh Gott. Warte mal. Das Ding fährt ja katastrophal beschissen. Ich versuch's nochmal als Handschalter. Nicht, dass es dann besser werden würde. Aber ich versuch's nochmal. Junge, 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 ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren. Also falls ich nicht so viel rede, Entschuldigung. Komm aus dem Quark. Mann, die Karre hat überhaupt keine Leistung. Was ist denn das hier? Also die Karre hat echt gar keine Leistung. Ich muss ein bisschen früher schalten, bevor ich in Drehzahlbegrenzer komme eigentlich. Und ich muss die Kurve weiter außen schneiden. Nein, ich muss sie nicht schneiden, ich muss sie weiter außen anfahren.
Komm. Die Karre ist echt arschlangsam. Also das, was wir jetzt zum Geburtstag, also meine Mutter zum Geburtstag schenken, ist deutlich schneller, möchte ich mal kurz anmerken. Scheiße, das war nicht gut. Komm, kleiner Autowagen. Vielleicht muss ich da sogar eine 1 durch. Möglich. Wird mir nicht gefallen. Aber so geht das gar nicht. Ist ja übel Kot. Wenn das am Anfang nicht gewesen wäre, vielleicht besser. Verschaltet. Alter, ist das Kacke, ey. Also Rennstrecke ist gar nicht meins. Entschuldigung. Nein, Rennstrecke ist geil, aber das Auto passt halt gar nicht. Das Auto der Junge ist der Elise zum Kotzen, die Elise zum Kotzen. Und das ist schon die vierte Runde, das schaffe ich nicht im Leben. Na, guck mal, wie viel langsamer ich bin. Ich glaube, hier hätte ich deutlich länger jedes Mal im Gas stehen bleiben können. Wir sehen uns gleich wieder, okay? Bis gleich. So, da sind wir wieder. First try. Aber das war echt eng. Ich habe es am Ende fast verkackt. Was bin ich gefahren? 53,8? 53,9? Jetzt sag mal, was ich gefahren bin, du Arsch. Steht hier nicht mal. Aber ein Masterabzeichen für sauberes Rennen in Japan. Hier steht nicht mal, wie schnell ich gefahren bin. Doch, 53,85. Junge. Das war eng. Das war echt eng. 0,15 schneller gewesen. Das war eng. Junge, Junge, Junge. Gut. Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich für heute. Beim nächsten Mal fangen wir dann mit Endurance-Rennen an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.